Nintendo präsentiert. Diese Geschichte von Super Mario und den Yoshis begann vor langer, langer Zeit. Oh ja, das ganz lange her ist das. Ganz lang. Ganz richtig lang. Ein Kurierstorch, Güterklasse 1, fliegt in einer dunklen Nacht ohne Radarsystem, das muss man sich mal vorstellen, dem Sonnenaufgang entgegen. In seinem Schnabel transportiert er zwei zappelnde Bündel. Ja, zwei. Nicht drei, nicht vier, zwei. Genau. Ein großer Schatten knallt durch die Wolkendecke. Einfach so. Total plötzlich und so. Konnte man gar nicht mit rechnen. Also, das ist. Nee, das ging gar nicht. Kawumm! Hat's gemacht. Der arme Storch. Im Vorbeiflug erhascht die seltsame Kreatur ein Baby. Und zischt damit ab. Einfach so. Der ist dann weg damit. Mit dem Baby. Das kann man sich. Also, das geht gar nicht. Das ist ja. Ah! Oh je, das andere Kind ist abgestürzt und fällt mit mit berauschendem Tempo auf das Meer zu. Nee, das geht nicht. Wird das für eine Geschichte? Traurig. Nein, armes Kind. Diese idyllische Insel nennt man Yoshi's Island. Wieso auf einmal eine Insel? Wir haben gerade vom Meer gesprochen, aber egal. Auf dieser Insel leben jedenfalls die Yoshis. Die leben da. Einfach so. Oh mein Gott. Bung! Einer der Yoshis unternimmt gerade einen Spaziergang und bekommt was auf den Kopf. Und dann hat er eine komische Knollennase auf seinem Rücken. Und fiept vergnügt vor sich her. Der Text unten ist viel zu langsam und passt gar nicht zum Bild. Hä? Der geht ja mal gar nicht. So. Das Baby ist auf Yoshis Rücken gelandet und hat. Ja, was hat es denn? Eine dicke Nase, ja. Auf wundersame Weise den Aufprall ohne Verletzungen. Ja. Überstanden. Punkt. Gut. Haben wir das mitbekommen. Doch es ist noch etwas vom Himmel gefallen. Das ist nämlich das, was da links liegt. Ja, neben dem Yoshi. Oh mein Gott. Das sieht ja wie eine Karte aus. Wo kommt denn die auf? Auf einmal her! Yoshi rennt sofort los, um seine Kumpels zu knuffen und um sie über alles zu informieren. Ja, das macht er nämlich manchmal so ein bisschen Knuff, Knuff und so. So. Kamek, der Magie-Cooper, wohnt in Bowsers Schloss zur Untermiete. Er war derjenige, der dem Storch das. Er wohnt da nur zur Untermiete? Das ist eine ganz schön arme Sau, oder? Der dem Storch das Kind geraubt hat. Kamek ist stinksauer, dass er nur ein. Ja, nur ein Baby erwischt hat. Ja, das da geht ja. Also, da nur ein Bündel. Ich wollte zwei. Ah! Ja, grausam, schrecklich. Ja, er schickt sofort seine Diener los. Um auch das, ja, um auch das zweite Baby zu entführen. Natürlich, genau darum geht es, nämlich nur darum. Ja. Texte, die man nicht vorscrollen kann, sind scheiße. Ahnungslos begibt sich Yoshi zu seinen Freunden. Tap, 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 tap. Doch Kameks Horde hat sich bereits aufgemacht. Um das Bündel auf Yoshis Rücken zu rauben. Und das Baby wollen sie wahrscheinlich auch. Ja, das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Werden die Yoshis das Baby heil zu seinen Eltern zurückbringen können? Fragezeichen?
Vielleicht aber auch nicht. Super Mario World 2, Yoshi's Island, Copyright 1995, Nintendo. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herring Ray, dem seriösesten Let's Player, den es überhaupt auf YouTube gibt. Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen heute und in nächster Zeit Super Mario World 2, Yoshi's Island, weil ich einfach Bock dazu hatte. Und wir wollen uns jetzt eigentlich gar nicht mit unnötigen Details aufhalten. Deswegen löschen wir hier einfach mal den erstbesten Spielstand, weil ich sowieso nicht mehr weiß, was bei diesen einzelnen Spielständen jetzt dahinter steckte für eine Geschichte oder was auch immer. Deswegen kann mir das eigentlich fast egal sein. Und jetzt gehen wir ins Menü zurück und wählen hier den neuen Spielstand aus. Und dann freuen wir uns, weil dann beginnt eine total tolle Yoshi-Geschichte und Mario auch. So ein bisschen, Mario auch so ein bisschen, Entschuldigung. Und das ist total Jump'n'Run-mäßig und so, und das könnte Spaß machen. Und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen da draußen. Es würde mich zumindest freuen. So, Film ab, Spiel ab, gebt es mir, kommt. Noch mehr Intro, hurra! Schnups, Schnups, überall Yoshi-Schnups. Da gucken sie. Die gucken immer links und rechts und oh mein Gott, was sollen wir nun machen? Die gesamte Yoshi-Familie lebt auf Yoshi's Island. Die Yoshis sind wegen des Babys, das vom Himmel gefallen ist, in heller Aufruhr. Ja, was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Hör ja, Schnu-Schnu. Oh mein Gott, man kann es ja auf dem Rücken tragen, das ist ja faszinierend. Sie bemerken, dass das Baby an einen besonderen Ort gebracht werden möchte. Also entschließen die Yoshis sich dazu, einen Staffellauf zu veranstalten. Natürlich. Um das Kind an den gewünschten Ort zu bringen. Wie man das halt so macht. Auf geht's, Yoshis! Ein neues Abenteuer wartet auf uns. Wuhu! Eigentlich das erste Yoshi-Abenteuer, aber egal. Ja. Kann man so sagen, oder? Doch, ich glaube, es ist das allererste Yoshi-Abenteuer. Vorher hatten die eine schnupsfidele Zeit irgendwie auf der Insel, aber jetzt, seitdem dieses dämliche Belag vom Himmel gefallen ist, naja, ging's den Bach runter. Jetzt geht's los! Also zumindest, wenn wir diese Textbox dann irgendwann überstanden haben. Wenn Yoshi von einem Gegner getroffen wird, verliert er Baby Mario und der Sternzähler beginnt die Sterne sehr schnell abzuziehen. Steht die Zahl auf 0, erscheinen Kamex-Gesellen und entführen das Baby. Beeil dich also, Baby Mario zu retten. Hast du Baby Mario aus den Klauen der Bösewichte befreit, erhöht sich der Sternzähler stufenweise, bis er wieder 10 erreicht. Je mehr Sterne du gefunden hast, desto mehr Zeit hast du, um Mario zurückzuerobern. So, das ist das Wichtigste, was wir wissen mussten. Ansonsten, gute alte Jump'n'Run-Kost. Und ja, wir können irgendwie von links nach rechts laufen, wir können springen, wir können Yoshis Zunge aktivieren mit einem Druck auf Y, wir können, wenn wir den B-Knopf gedrückt halten, so einen Flatterflug machen, dann schwebt Yoshi so ein ganz klein bisschen in der Luft und das ist toll. Und wir können kleine süße Shy Guys einfach mal so aufmampfen und dann so runterschlucken und dann haben wir so ein Ei. Und was wir mit so einem total tollen Ei machen können, das zeige ich euch gleich. So, erstmal Eier bunkern. Und da können wir auch gegen irgendwelche Felsbrocken, Blöcke, es sind Blöcke oder so, gegen donnern und dann werden die groß und dann kann man hier so Münzen einsammeln und so. Münzen, überall Münzen. Und wir haben auch wieder Laberboxen überall im Spiel verteilt. Flatterflug, ja gut, das habe ich euch gerade erzählt. B-Knopf gedrückt halten, damit man hier rüberkommt. Ansonsten, was gibt's hier unten noch? Hier unten gibt's sonst gar nichts. Au, boing, boing, boing. Das Spiel ist, animationstechnisch übrigens eine Augenweide, wenn ich das mal so sagen darf. 1995 erschienen war jetzt, klar, dann mehr oder weniger eines der größten Highlights, was es für das Super Nintendo gab. Ich hoffe, ich untertreibe jetzt nicht. Also, für mich war Super Mario World 2 Yoshi's Island damals eine Offenbarung auf dem Super Nintendo. Und ich habe es auch um einiges mehr geliebt als das erste Super Mario World, auch wenn ich da einige Leute kenne, die das nicht so empfinden und die das halt doof fanden, dass man jetzt Yoshi eben als Hauptfigur hatte und so, aber nö, für mich war das ja alles, das sind alles von den, ja, Designern logischerweise selbst gezeichnete Hintergründe und so weiter und das ist alles so liebevoll und Details überall und guckt euch das alles an und süß und komische Optik und alles zum Knuddeln und Schnupsen und ich will dieses Spiel eigentlich nie wieder loslassen. Gut. Und nebenbei hat Yoshi's Island übrigens auch die wirklich coolste Oberweltmusik, die man sich vorstellen kann. Ich weiß nicht, ich liebe dieses Lied. Es ist so einfach, wenn ich mir Mühe geben würde, könnte ich es mir vielleicht sogar selber in einem Tag am Keyboard beibringen oder so. Aber es ist einfach so, weiß ich nicht. Hast du richtig schön Aufbruchstimmung und so weiter. Ich liebe es. Gut, okay. Das hier ist Welt 1. Ihr merkt schon,
Wenn ihr das Spiel nicht kennen solltet, dann schämt euch an der Stelle, aber nichtsdestotrotz, falls ihr es nicht kennen solltet, erkläre ich euch so ein paar Dinge noch. Wir haben hier eine Oberweltkarte, wo man die einzelnen Level daneben auswählen kann. Das wird, also es wird natürlich nicht bei Welt 1 bleiben, später kommt noch Welt 2 bis 8 dazu. Und jede einzelne Welt ist unterteilt in Abschnitte, eben Welt 1.1, Welt 1.2 und so weiter, geht bis Welt 1.8. Zwischenzeitlich hat man eben kleine normale Welten und dann als vierten und als achten Abschnitt dann immer eine Burg bzw. ein Schloss und da gibt es dann böse Endgegner zu verdreschen, wenn man dann irgendwann hinkommt. Und das Spiel ist kompliziert und man kann viel entdecken und es dauert lange und das ist schön. Deswegen gehen wir jetzt rein. So, Welt 1.1. Schokohügel. Oh ja. Yummy, yummy, yummy. Guck mal, was da hinten im Hintergrund ist. Das sind riesige Eiskugeln. Yoshi's Island ist die geilste Insel, die man sich vorstellen kann. So, was willst du mir sagen? Eierproduktion. Achso, und der wird einem so schön veranschaulicht durch so kleine Tafelbilder. Das finde ich voll lustig. Na gut. Schlucke einen Gegner mit Y, blub und so weiter und so fort. Zack. Mehr Shy Guys für den Yoshi bedeutet mehr Eier für uns. Kleine Pflanzen. Kleine Pflanzen, die kleinen Lieder trällen und trällern. Blumenbonus. Wenn du 5 dieser Blumen gesammelt hast, erhältst du ein Bonusleben. Die Blumen werden außerdem zu deiner Punktzahl hinzugezählt. Ja, und meine Punktzahl ist wichtig. Gab's hier noch irgendwas? Nee, ich glaube, das kommt ja später. So, böse Piranha-Pflanzen, auf die kann ich logischerweise nicht draufspringen und die kann ich auch nicht aufmampfen, weil das findet Yoshi ekelhaft. Achso, kann ich jetzt gar nicht, weil die Pflanze so dämlich steht. Egal. Dafür haben wir jedenfalls unsere Eier. Wenn ich den A-Knopf drücke, dann wird das Fadenkreuz aktiviert und dann geht das eben munterflockig von oben nach unten, immer so hin und her. Und wenn ich dann irgendwann wieder den A-Knopf drücke, dann kann ich eben mein Ei schießen und werfen und ja, dann kann ich solche kleinen bösen Piranha-Pflanzen einfach kaputt hauen. Gut. Der Eierschuss. Genau. Halte A gedrückt und so weiter und so fort, so wie ich es euch gerade erklärt habe. Achso, genau. Wenn man einen A-Knopf drin ist und dann trotzdem dann doch kein Ei werfen will, dann braucht man nur nach unten drücken und dann packt Yoshi das Ei wieder nach hinten. So, und hier haben wir eine kleine Fragezeichenwolke. Die könnten wir mit einem Ei aktivieren. Wir können aber auch einfach den Shy Guy, so wie er ist, in seiner Grundform gewissermaßen auf das komische Fragezeichenwölkchen draufschießen. Und dann können wir hier oben ganz viele Münzen ansammeln. Zwischenzeitlich gibt es ein paar rote Münzen. Die kennt man wiederum aus anderen Mario-Spielen. Da muss man meistens dann 8 rote Münzen einsammeln. Und dann gibt es irgendwas als Belohnung. Hier in Yoshi's Island ist es ein bisschen anders. Denn wenn wir mal Start drücken, dann sehen wir hier die ganzen Dinge, die wir im Level einsammeln können. Zum einen Sterne. Der Sternzähler, das war das, was ganz am Anfang eben erklärt wurde. Ich sollte möglichst zusehen, dass ich eben in Leveln zum einen Sterne finde und zum anderen sollte ich zusehen, dass ich nicht getroffen werde, weil ansonsten verringert sich der Sternzähler immer wieder und dann muss ich natürlich neue Sterne sammeln und das ist alles nervig und blöd, aber egal. Zumindest nervig und blöd, wenn man auch wirklich die volle Punktzahl immer haben will. Und darum geht's dann ja auch irgendwie so ein bisschen. Rote Münzen gibt es 20 in jedem Level. Wenn man volle Punktzahl haben will, muss man alle finden, logisch. Sind manchmal ein bisschen tricky zu finden, einfach schwierig versteckt und so. Und es gibt insgesamt 5 Blumen in jeder Welt und jede Blume gibt, ich glaube, 10 Punkte, ne? Ja, gibt 10 Punkte für jede Blume und die sind ganz besonders viel wert und ganz toll und so weiter und so fort. Gut, bitte nicht erwischen lassen. Hier haben wir böse, gefräßige Piranha-Pflanzen, die den Eingang zu dieser Röhre hier bewacht haben. In diese Röhre kann man natürlich reingehen und hier kann man ganz tolle Sachen finden. Dieser runde Klotz kann dir sehr behilflich sein. Schiebe ihn an, damit er losrollt und die Gegner plättet. Wenn er steht, kannst du dich draufstellen und ihn langsam anrollen lassen. Ja, dieser Chomp-Block, der wird noch einer meiner besten Freunde hier in diesem Spiel. Zack. So, die Shy Guys werden nicht meine besten Freunde. Die schleppen irgendwelche Münzen durch die Gegend und das finde ich nicht schön. So, schnurp, 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 schnurp. Wir können jedenfalls den Block so wie... So wie es gesagt wurde, hier ein bisschen durch die Gegend schieben und dann seine Größe ausnutzen, um die Münzen hier oben einzusammeln. Und so kommen wir natürlich auch an die, zum einen an die Extra-Leben, zum anderen an die roten Münzen, die dort oben eben überall versteckt sind. So, zack und zack. Eine Besonderheit übrigens, wenn ihr Gegner plättet, es gibt zwei verschiedene Arten, Gegner zu plättern. Einmal so, Gegner fällt aus dem Bildschirm heraus, bedeutet aber, Gegner ist nicht tot. Wenn ich dann wieder in den Bildschirm reingehe, dann ist der Gegner wieder da. Aber wenn ich den Gegner zum Beispiel so kaputt mache
und er dann wirklich zerplatzt, dann ist er auch wirklich weg, finito. Zumindest so lange, wie ich eben in diesem Abschnitt unterwegs bin. Und ja, das ist hilfreich und gut zu wissen. Sollte man mal drauf achten. Gut, hier, das ist eine Blume, die kann ich nicht reinspringen, aber ich kann dort eigentlich, wenn ich gut zielen würde, ein Ei reinschießen. Ja, okay. Jetzt seht ihr auch, dass es gelbe Eier gibt, aber will ich eigentlich gar nicht zeigen. Ich will eigentlich, ja, Billard müsste man spielen können. Die Eier prallen nämlich von Wänden oder ähnlichem ab. Das wird insbesondere bei späteren Spielabschnitten noch immens wichtig. Und generell, jetzt am Anfang, alles noch so schnupsig und schön und toll und sieht nett aus. Aber das Spiel ist zeitweise echt die Hölle, weil es ist schwer. Es ist an späteren Abschnitten arschschwer. Zumindest, soweit ich mich zurückerinnere. Und das Ganze wird ziemlich eine große Herausforderung, sagen wir es mal so. Ich freue mich aber drauf. Und das ist jetzt definitiv mal wieder so ein Spiel, wo ich eine Weile dran sitzen werde. So wie bei meinen ganzen anderen Projekten, die ich momentan am Laufen habe. Ah, mein Gott, ja. Wenn dem Hering danach ist, dann ist dem Hering danach. So. Ich will Sternen einsammeln. Sternendinger. So. Schnupp, schnupp, schnupp. Schnupp, 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 schnupp. Oben rechts und oben links, habt ihr immer wieder gesehen, war der Sternzähler zu sehen. Das hier ist jetzt nur eine Röhre, aus der immer Scheigeister rauskommen. Das ist aber relativ uninteressant, wenn man da selber reingeht. So, was haben wir hier? Eine Blume. Nein, eine Blume. Die Blume, die schieße ich jetzt dagegen. Zack. Und daraus kommt dann ein Samen und es wächst eine riesengroße Sonnenblume. Und auf deren Blätter kann ich mich stellen und dann kann ich hier so wunderbare Piranha-Pflanzen kaputt machen und warum schaue ich mich so genau um? Genau, weil es hier relativ viel zu entdecken gibt. Zum Beispiel, naja, nicht nur diese Münzen, die man auch aufmampfen kann, sondern auch unsichtbare. Oh, okay, na gut. Na, da war eine Blume drin. Das war übrigens die fünfte Blume, dafür habe ich ein extra Leben bekommen. Versteckte Wolken, darauf wollte ich hinaus. Die werden nur aktiviert, wenn man drüber läuft. Gibt's auch in ziemlich vielen Welten, sagen wir es mal so. Und manchmal sind da eben nur so, naja, Sternpunkte drin. Manchmal auch ein paar wichtigere Sachen, Schalter oder ähnliches. Also, wie gesagt, das Spiel hat diesbezüglich noch ein bisschen was zu bieten. So, ich habe jetzt übrigens alles eingesammelt, was Schönes. In jedem Level sind 20 rote Münzen versteckt. Sie werden zu deiner Punktzahl hinzugezählt. Genau, ich habe jetzt alle eingesammelt, deswegen bin ich froh und glücklich. Zack, 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 zack. Wir rennen unseren Block hier hinterher. Und schießen bitte hier drauf. Ja, hier wären nochmal so Sternmünzen drin gewesen. Beziehungsweise Sternpunkte. Aber da ich jetzt schon 30 habe und nicht mehr sammeln kann, sind jetzt im Folgenden dann eben nur noch Münzen überall versteckt. Und jetzt bin ich auch schon am Levelende angelangt. Und das hier ist das Zieltor. Hier muss ich mal durchspringen. Und dann wird Baby Mario in bester Staffelmanier, eben so wie sie es gesagt haben, weitergereicht an den nächsten Yoshi. Und normalerweise würde man ein Bonusspiel bekommen, wenn man bei diesem Roulette ein bisschen Glück hat und dann auch eine der Blumen erwischt. Die Blumen sind dann logischerweise auch bei dem Zielring nur da zu sehen, wenn man auch tatsächlich alle Blumen im Level eingesammelt hat. Wenn man eben nur 4 Blumen hätte, dann wären bei dem Zielring auch nur 4 Blumen zu sehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass man ein Minispiel bekommen kann, noch geringer. Aber gut. Beim Hering ist das egal, weil der Hering hat sowieso immer Pech. Deswegen schafft er es auch nicht, ein Minispiel zu bekommen, selbst wenn er alle verdammten Blumen einsammeln würde. Aber egal.